Und du bist live. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. User left your Abend. Ich wollte mal die Mainzelmännchen nachmachen. Ich wollte mal was anderes bringen. So, aber hallo und willkommen zurück. Und ja, wie sprichst du den Titel immer aus? 198X. Anders nenne ich es auch nicht. Okay, gut, dann sprechen wir den wenigstens gleich aus. Nee, willkommen zu 198X. Ein schönes Spiel, so viel kann ich schon mal verraten. Ihr werdet gleich sehen, worum es da geht. Und ja, zu dem guten Vegeta. Auch ein schöner Mensch. Ja, man, ne? Heute auch sieht. Ja. Link mal. Bevor wir loslegen, darf ich kurz noch für eine Spende unterbrechen. Selbstverständlich, das kannst du fast jederzeit tun, Seed. Ja, und zwar unser Vorgänger-Runner, der gute Mover, hat nochmal 60 Euro in den Pott geworfen und gesagt, alles auf Donut Drag in Uncharted, der braucht ewige Bewegung. Vielen Dank dafür, Mover. Musste ich ja ein bisschen lachen jetzt. Also bei dem Text, meinst du, ne? Naja, vielen Dank dafür. Und damit sind wir, wir sind fast bei den 3000. Oh, komm, die kriegen wir doch heute noch voll. Und, ja, soundtechnisch, ich frage mal sicherheitshalber nochmal ganz kurz nach. Soundtechnisch passt hoffentlich alles. Ja, müsste jetzt eigentlich alles passen. Mhm. Also wir haben es vorher getestet, da war alles wunderbar, aber im Stream kommt es halt manchmal ein bisschen anders rüber. Ja, der Timer hat ein anderes Form. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gab es halt dieses kleine Problem mit dem Runner-Paket, das wir immer verteilen. Deswegen mussten die Runners jetzt alles, also zumindest das selber einstellen. Und da haut das nicht mal hundertprozentig hin. Aber die Farbe stimmt zumindest. Das ist das Wichtige erstmal. Hi, Tego. Hi, Tego. Genau, das war auch bei den anderen Sachen schon. Vinny, soll ich das Spiel schon mal starten? Du weißt ja, wir haben eigentlich mehr als genug Zeit während des Games. Ja, stimmt. Stimmt. Genau, dann machen wir das so. Mal kurz zu dem Spiel. Es ist eigentlich, ja, das Spiel besteht aus 5 Leveln. Die Level machen auch ziemlich Fun. Das einzige Problem, was ist, sind tatsächlich die Sequenzen. Der Run geht knapp eine Stunde, davon haben wir 25 bis 28 Minuten Sequenzen. Die wir nicht skippen können. Wer God of War 3 gesehen hat, der weiß, worauf er sich jetzt hier einlässt. Ja, war auch so schlimm. Ja, das war auch so schlimm. Ja, grüß dich, Shido. Hi. Nugget-Legende. Shido werden wir auch noch sehen, beziehungsweise hören. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn sehen werden. Das ist seine Entscheidung. Aber da werden wir auch noch was mitbekommen, auf alle Fälle. Freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich mich sogar als Kommentator eingetragen. Überraschung. So, vom Stil her sieht man schon ein bisschen was vom Spiel. Genau, jedes Level repräsentiert eine Gaming-Kategorie der 80er Jahre. Mhm. Sind wir auch schon im ersten Level? Richtig. Das erste Level, beziehungsweise die erste Kategorie, sage ich jetzt mal, ganz klassisches Sidescrolling Beat'em'up à la Double Dragon oder Streets of Rage, ja. Also vor allem Streets of Rage vom Stil her. Oder was ich, Final Fight beispielsweise. So, jetzt habe ich es doch. Das heißt, wir müssen immer alle Gegner auf dem Bildschirm weghauen und dann können wir weitergehen. Und Speedrun-technisch können wir das Ganze tatsächlich optimieren, indem wir halt entweder immer bestimmte Schlagkombos machen, Schlag- und Tritt-Kombos, die halt besonders viel rauben, oder indem wir halt einen Gegner angreifen, während der dann am Boden liegt und nicht angreifbar ist, nehmen wir uns den nächsten vor und so optimieren wir das Ganze ein bisschen. So haben wir weniger Leerlauf. Hier konnte man, glaube ich, auch Waffen aufsammeln von Gegnern, ne? Ja, richtig, genau. Aber das bringt nicht viel. Okay. Man macht minimal mehr Schaden und es dauert viel zu lange alles. Man wird dann meistens selber eher getroffen von den anderen. Okay. Aber die Möglichkeit besteht, zumindest theoretisch. Ja. Also für den Speedrun dann relevant oder zumindest nicht ganz so wichtig.
Vegetarburger sind es hier, die unsere Energie auffüllen. Das variiert ja auch mal, obwohl die Items an sich eigentlich immer die gleiche Funktion haben. Also es gibt welche, die füllen ein bisschen Energie auf, dann gibt es welche, die füllen quasi komplette Energie wieder auf. Aber je nach Spiel sehen die immer anders aus. Hier sind es halt Burger und Hähnchen. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Burger gab's und Cola. Ach, Cola. Ah, Cola war es. Okay. Und natürlich können wir nicht nur die Gegner zerstören, sondern auch alles Mögliche in der Umgebung. Also die Telefonzelle haben wir ja eben gesehen. Die Fässer haben wir auch schon gesehen. Und da können immer mal nette Sachen auch drunter sein. Und ganz obligatorisch für diese Art von Spielen sind natürlich auch die Fahrstuhllevel. Ich weiß gar nicht mehr, gab es hier auch einen Fahrstuhlabschnitt? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Aber das stimmt, das wäre eigentlich typisch. Mhm. Gibt es das Spiel auch für Konsolen? Nicht, dass ich wüsste. Das ist nur auf Steam erhältlich. Ist halt ein Indie-Projekt von einer kleinen Firma. Mhm. Als Add-ons sollten eigentlich auch mehr Level, mehr Kategorien kommen. Aber irgendwie kam da nichts. Da warte ich schon seit einem Jahr drauf. Ja, vielleicht sitzen sie auch immer noch dran. Wer weiß. Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Doch, echt? Okay, dann haben die es erweitert. Na gut, aber so sieht man wenigstens, da tut sich was. Das war ein lauter LKW. Das Dolby Surround mit dem Motorrad hier. Genau. Stimmt. Ja, super Spiel. Stell dir mal vor, du bist ein Punk, sitzt entspannt mit deinen Freunden in den Straßen, da kommt einer aus der U-Bahn und schlägt euch alle zusammen. Ja. Die Items sind nicht RNG-basiert hier in dem Spiel, ne? Ne, ne, die sind fest. Deswegen bin ich auch eben auf die eine Tonne da nach unten gegangen. Mit dem Burger. Das ist halt immer der Fall. Okay. Ach, und Xbox One ist noch in Arbeit. Die Fassung. Aber für mich ist das so ein schönes Streets of Rage-Feeling hier. Ich meine, ich als Sega-Fanboy liebe die Streets of Rage-Reihe. Ich würde sagen, von den Beat'n'Up-Games ähnelt Streets of Rage am meisten. Mhm. Jetzt das erste Level, ne? Jetzt gehen wir eher in Richtung A-Type. Hm, richtig. Und wie wollen die LKWs mir gerade das Commentary versauen? Kommt wirklich gerade einer nach dem anderen. Ich muss immer wieder das Mikro ausmachen. Also nicht wundern, wenn ich mal kurz nichts sage. Ist nicht schlimm, wenn die LKW-Geräusche gehören genauso zu den 80ern. Ja, gut. Nee, aber achso, Steam GOG, okay. Box One als Zoom. Alles klar. Gut, danke für die Info, Möbio. Wobei man aber sagen muss, wir hatten ja eben davon geredet, dass das halt am ersten Streets of Rage geähnelt hat. Die Sache ist aber, Streets of Rage ist eigentlich ein 90er-Spiel, lustigerweise. Also die 80er-Varianten, das hat erst in den 90ern angefangen. Ja gut, dann müssen wir eher Double Dragon sagen. Genau. Es kann sein, dass der allererste Teil Ende 89 kam, aber Mega Drive kam ja auch 89 raus. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber Teil 2 und Teil 3 auf alle Fälle in den 90ern. Ja, aber Double Dragon ist halt typisches 80er-Spiel. Final Fight ist ja auch... Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat aber auch in den 80ern angefangen. Die Karotten-Jeans Tego hat es nie gegeben. Das ist Einbildung der Menschheit. Oh Gott, die Schlaghosen meinst du, ne? Nee, Karottenhosen. Die auch gerade wieder modern werden. Die unten zugehen. Hüfte breit und unten am Fuß werden die immer enger. Ah, ja, wie eine Möhre geformt, jedes Bein. Ich habe übrigens von Mibio auch gerade einen Link zu der Seite bekommen vom Spiel. Kann ich ja mal reinsetzen. Vielen Dank, Mibio, natürlich. Okay, und mein Dings hier wollte schon wieder nicht. Der VLC-Player, irgendwie spinnt der in letzter Zeit häufiger mal rum. Deswegen muss ich das fast immer über den Stream gucken. Und da habe ich natürlich immer so einen kleinen Delay.
Am besten noch Gummizeug unten am Bein, Fuß zum Zuziehen, genau. Ja. MC Hammer-mäßig in Knallbund, ja, das sowieso. Wenn, dann richtig. Und langsam macht, glaube ich, auch der Name Sinn. 198X. Sind halt die 80er. Ja. Hätte das Spiel eigentlich auch wirklich die 80s nennen können, ne? Das stimmt. Wäre sogar besser gewesen. So, übrigens, Sequenzen. Nicht Skipper. Heißt, ja, da werden wir jetzt eine Weile warten müssen, ein bisschen Downtime haben. Aber von der Aufmachung her auch schön gestaltet, wie ich finde. So diese, ja, also immer das einmalig Casual durchzuspielen macht auf jeden Fall richtig Bock. Bei einmaligem Casual-Spielen stören auch die Sequenzen nicht so sehr, als wie beim Speedrun. Ja. Klar. Na, aber wenn du mal überlegst, ja, der Speedrun könnte halb so lang sein, wenn die Sequenzen nicht wären. Ja, locker. Also, ja, sogar mehr als die Hälfte würde fehlen. Ja, aber vielleicht bauen die Programmierer ja irgendwann mal so skippable Cutscenes ein. Ja, Pizza, da können die Turtles nicht weit sein. Würde sogar passen, ist ja auch typisch 80er. Also die Comics und die, ich glaube, die Zeichentrickserie war auch in den 80ern, ne? Die Filme waren Anfang 90er, aber die basieren ja auf dem Rest. Die Teenage Mutant Hero Turtles. Nein. Also bei uns waren sie ja die Hero Turtles. Ne, stimmt, war zuerst Zeichentrick schon in den 80ern, klar. Mhm. Bei den Turtles. Die Filme erst in den 90ern. Oh man, 10 Jahre nach Release kommt dann der Speedrun-Modus, wo die Zwischensequenzen ausgelassen werden, genau. Ich hoffe mal nicht, dass es so lange dauert. Ich hoffe mal, dass die Entwickler ein Herz für Speedrunner haben. Das würde den Run halt um einiges, ja, in Anführungsstrichen angenehmer machen. Der ist jetzt nicht unangenehm, aber... Vor allem auch interessanter. Ja, das auch. So... Ja. Meld mich mal kurz. Ja. Ich nehme gerade eine Spende rein vom guten Blood Dive. Und zwar über 2,72 Euro. Leider hat das nicht ganz getroffen, weil die Summe ist immer noch krumm. Dies ist der ungerade Summenausgleichsspot Road to 3000. Incentive geht auf Dark Sassy. Ja, Blood Dive. Vielen Dank. Hat sich verrechnet um 6 Cent. Ja, der Bot ist halt verbuggt. Kann mal passieren. Der hat ja auch schon viel zu tun gehabt bei diesem Event. Kann ja nicht immer funktionieren. Und was Tigal schreibt, ist... Moment. So. Was Tigal schreibt, ist natürlich vollkommen korrekt. Die Comics sind deutlich düsterer gewesen. Ich habe sie selber nie gelesen, muss ich dazu sagen. Aber so ein bisschen was davon habe ich gesehen. Und vor allem auch gehört. Oder war das? Ja, doch, das war Tika, genau. Nicht, dass ich da jetzt in der Zeile verrutscht bin oder so. Aber nein. So, ja, weiter in Zwischensequenzen. Ich glaube, wir können über die Zwischensequenzen einfach rüberlabern, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Da verpasst also keiner was. Keine Sorge. Genau. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich ja auch einen Sound nicht anhabe. Deswegen... Oh, da spielt jemand, ja, was könnte das für ein Spiel sein, da auf dem Monitor? Ja, das sieht so ein bisschen nach Final Fight aus. Final Fight und der kriegt den einen Gegner da nicht besiegt. Ach, siehst du, auf Final Fight bin ich eben gar nicht gekommen. Oh. Aber die sind halt so große Sprites, deswegen habe ich zuerst an Final Fight gedacht. Oh, jetzt kam gerade nochmal eine Spende rein. Und zwar von Dives Computer über 1,06 €. Ich wusste es. Dies ist der Korrekturbot vom ungerade Summenausgleichsbot. Vielen Dank nochmal, Dive. Danke, so. Danke. Incentive ist Runner's Choice. Oh. Also 1,06 €, wo willst du die drin haben? Boah, gute Frage. Dann würdest du mir aber auch erstmal vorlesen,
wann ich zur Auswahl habe. Ja, wir hätten für heute noch, für heute haben wir noch den Bit War für Charakter bei Crash Bandicoot Insane Edition zwischen Coco und Crash. Da führt gerade Coco mit 50 Euro, Crash hat 0. Dann gibt es den Final bei Wind Waker am Freitag meine ich. Da ist das Rennen zwischen Minidive und Zelda. Minidive hat 88,23, Zelda hat 45,1. Dann haben wir am Samstag. Ich nehme Minidive, hat schon erledigt. Minidive, okay, dann schmeiß ich beim Minidive rein. Das finde ich gut. Ich will, dass Minidive da gewinnt. So, und wir sind bei R-Type. Immer noch bei 98X natürlich. Aber im R-Type-Style. Also typischer horizontaler Shooter, genau. Oder ein Schmupp, ein Shoot'em'up. Ich mag den Namen Schmupp irgendwie. Ja, wir haben immer Gegnerformationen. Manchmal ist es so, also bei dem Spiel jetzt nicht, aber bei vielen Shootern dieser Art war es halt so, dass man, wenn man so eine komplette Gegnerformation erledigt hat, dass man dann irgendein Upgrade bekommen hat. Hier gibt es halt generell Upgrades von bestimmten Gegnern. Das ist übrigens auch nicht zufallsbedingt. Richtig. Also wenn man weiß, welche Gegner man töten muss, dann ja. Ja, und wir können unseren Schuss aufladen. Wir haben oben so einen Balken hinter Shoot oder Shot. Und wenn wir unseren Schussknopf gedrückt halten, lädt das Ganze sich auf und dann können wir einen stärkeren Schuss abgeben. Also ganz einfach erklärt, die Mechanik dahinter. Hab das Game früher geliebt. Meinst du jetzt speziell 98X, Frieda? Ja, Frieda war es, genau. Oder R-Type. Also das, worauf das hier im Endeffekt basiert. Aber ja gut, die Antwort dürfte für beides gleich sein. Behaupte ich einfach mal. Milford Cubicle, so viel Zeit muss sein, hat auch schon geschrieben, super Pixel Art hat das Game. Das ja, das auf jeden Fall. Beides, okay, wunderbar. Also ich mag R-Type auch, vor allem R-Type Final. Ich liebe dieses Spiel, ist für mich eins der besten PS2-Spiele gewesen. Ja, genau. Halt so die Zeit, in der ich im Endeffekt mit Videospielen aufgewachsen bin. Also generell alles, was hier gezeigt wird, auch wenn ich ja dadurch, dass ich in der DDR geboren worden bin, hatte ich ja lange Zeit, also in den 80ern eigentlich keinen Zugriff auf sowas. Aber ich habe dann Anfang der 90er vieles nachgeholt. Aus den 80ern. Mal so ganz blöd gefragt, was ist so eine realistische Summe, die ihr erreichen wollt? Beziehungsweise, was gab es letztes Jahr? Also letztes Jahr gar nicht, weil wir letztes Jahr kein ZFM hatten. Vorletztes Jahr, beziehungsweise die letzten beiden ZFMs, da waren wir jeweils bei knapp über 5.000. Aber wir wollen uns gar nicht erst angewöhnen, immer, weiß ich, die Summe aus dem letzten Jahr um jeden Preis überbieten zu wollen. Das haben wir bei den GDQs ja irgendwann auch kritisiert. Ja, deswegen wollen wir gar nicht erst damit anfangen. Also zufrieden sind wir mit allem. Wenn es über 5.000 wären, ist natürlich umso besser. Da freuen wir uns umso mehr. Vor allem der Bundesverband Kinderhospiz freut sich da, logischerweise. Aber wenn es weniger ist, dann ist es halt weniger. Ganz einfach. Aber wenn ich eine Summe nennen müsste, dann würde ich sagen 5.000. Oh, was? Na, irgendwas hat Bloodlife da geschrieben, was dem Bot nicht ganz gefallen hat. Nee, da war auch ein. Ach, wegen Stasi da drinnen? Naja, egal. Ich weiß, bei Bloodlife ist es nicht böse gemeint gewesen. Also. Er kann ja auch wieder schreiben. Der Inhalt war eh derb. Ja, gut. Genau, so, jeder Euro zählt im Endeffekt. Ist auch nur das eine Level hier, ne? Ja, richtig. Okay. Aber ich finde es halt interessant. Also ich fange nochmal an, den Satz. Der war jetzt unglücklich angefangen. Ich finde dieses Spiel interessant für Leute, die halt in dieser Zeit selber nicht aufgewachsen sind. Weil diese Leute halt so
ja, die typischen Arcade-Spielstile mal alle gebündelt kennenlernen quasi. Ja, das stimmt. Ja, vom Grafikdesign finde ich, ähnelt es am meisten dem Amiga und der PC Engine. Ja, PC Engine hatten wir ja gerade sogar. Ach echt, das vom Moveware war von... Ja, ja. Du, krass. Das ja, war geil. TurboGrafx bzw. PC Engine, richtig. Die Spiel ist doch einfach für Leute, die sich nicht auf ein Genre festlegen können. Ist doch einfach für Leute, die sich nicht auf ein Genre festlegen können. Shido, deswegen hatte ich dich eingeladen. Das, aber zumindest hast du es jetzt rausgefunden. Das ist ja schon mal fantastisch. Genau. Damals in meinem Urlaub Wirtschaftsfighter gezockt in der Spielo. Mega geil. Glaube ich dir. Ich hatte halt immer das Problem, dass ich so Spielhallen nie wirklich in meiner Nähe hatte. Also ich bin auch schon in der Spielhalle gewesen, so ist es nicht, aber das ist dann halt auch eher im Urlaub irgendwo immer mal gewesen. War aber eine schöne Zeit. Ich weiß sogar noch, welches das allererste Arcade-Spiel war, das ich gespielt habe. Ja. Michael Jackson. Ich mich mal kurz, der Kaffee drückt. Aber Gott sei Dank habe ich in dem Spiel die Zeit dafür. Bis gleich. Genau. Bis gleich. Nee, das ist Michael Jacksons Moonwalker gewesen. In unserem lokalen Kino. Habe ich mich immer mehr auf den Automaten gefreut, als auf die Filme, wegen denen ich eigentlich da war. Gesamtsumme ZFM, genau, ZFM 2018 war knapp über 5000. Da erinnere ich mich noch gut an die Szene, als wir die Danksagung gehabt haben. Moment. Ja gut, jetzt ist eh zu spät. So, als wir die Danksagung hatten und dann die 5000 erreicht worden sind, da ist Sif so niedlich durch die Gegend gesprungen, weil er sich so darüber gefreut hat. Und 2019, Entschuldigung, jetzt habe ich dich bloßgestellt, Sif. Und 2019 sind es, ich glaube, 5400 oder so gewesen. Und Milbio, ich hatte die Dinger nicht, die DDR-Computer. Deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden in der Hinsicht. Ja, vielleicht weiß Sif die genaue Spendensumme vom letzten Mal. Also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr im Endeffekt. Vielleicht weiß er das ja noch. Oder hat es irgendwo vermerkt. Vermerkt hat es auf Garantie irgendwo noch. Ja, das Spiel scheint auch was zu sein, wenn man einfach die ganzen Anleitungen feiert, wie der Transarm im Kids-Teil gerade. Ach, Anspielungen, nicht Anleitungen, oh. Ah, verdammt, darauf habe ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht geachtet. Jo, Bibi. Fange ich auch schon mit Jo an. Oh, die Cam hängt wieder, kann das sein? Ja, Tatsache. Obwohl, nicht so schlimm wie vorhin. Jetzt hängt sie so zwischendurch immer mal kurz. Wird aber lustig, wenn du gerade ein komisches Gesicht machst in dem Moment. Da freue ich mich schon drauf. So, wir sind angekommen bei Outrun, quasi, de facto. Ja, richtig. Spielprinzip ist im Grunde, dass wir von Checkpoint zu Checkpoint fahren müssen und wir haben ein bestimmtes Zeitlimit dafür. Und ich weiß gar nicht, ob das hier so ist, aber ich kenne es halt so, dass man an jedem Checkpoint dann immer ein paar Sekunden wieder draufkriegt. Ja, ja, ist richtig. Achso, ist hier auch richtig, weil... Nur hier gibt es einen kleinen... Skip ist das nicht, weil das die Zeit... das ist quasi nur die erste Hälfte des Levels, genauso wie in Outrun, wie du es gerade auch erklärt hast. Ja, ab der zweiten Hälfte beginnt ein Riesentimer und man fährt dann natürlich im ersten Moment weiter. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass während des Times ein bisschen was erzählt wird und sobald das vorbei ist, ist das Level zu Ende. Ach so. Egal wie weit man ist, also man kann theoretisch einfach stehen bleiben. Ah, okay, also im Grunde müssen wir nur die erste Hälfte fahren. Genau, richtig. Okay, na, gut zu wissen. Na, aber ich überlege gerade, hier fallen mir tatsächlich gerade keine anderen vergleichbaren Beispiele ein. Also Outrun ist halt... Ja doch, Outrun hatte so einen Ableger noch auf dem Amiga und so gehabt. Ich komme nur auf den Namen nicht. Ich meine, es gab auch Red Racer, das ist ja das... Oh, Moment, Mann, das ist mit meiner Stimme heute. Nicht gut. Stimme und LKWs, Hilfe. Das ist ja das... Also Red Race
Racer ist das erste Spiel gewesen, in dem Sonic auftauchte. War am Rückspiegel, hing so ein kleines Maskottchen, auch bevor das erste Sonic-Spiel überhaupt rauskam. Und dann gab es halt ähnliche Spiele auch für NES und dergleichen. Aber OutRun hat dieses Genre definitiv formuliert, nicht? Ja, obwohl doch, formuliert irgendwo auch. Aber dominiert, ja, würde ich eigentlich sagen. Bei denen hat sich das am meisten durchgesetzt. Die Lotus-Reihe, stimmt, Tikal? Ja, Lotus, genau. Richtig, die kann man. Das wird tatsächlich eng. Damit. Ja, ich sehe es gerade. Wenn du das jetzt hier nicht schaffst, musst du das ganze Ding nochmal von vorne machen, einfach, jo, oder? Okay. Gott sei Dank, ohne vorher nochmal die Sequenz zu sehen. Oh, immerhin. Ah, doch, müsste passen. Ich bin schon in der Kurve. Mhm, okay. Ja, von jetzt an kann ich halt eigentlich einfach stehen bleiben. Mhm, okay. Aber ist das auch eine gerade Strecke jetzt oder musst du jetzt fast, auch? Fast, ja. Ah, okay. Hatten wir Finale ZFM 2019 um die 5200 gesammelt. Damals sind Onside, genau, also 2021 ist jetzt sowieso ein ganz anderes Kaliber. Es ist zwar um einiges länger als 2019, aber online ist halt, das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Ja. Aber online ist die, bei Online-Events ist die Spendenbereitschaft nicht ganz so hoch. Also ist zumindest so unsere Erfahrung. Und vor allem sind ja jetzt generell ein paar mehr Events auch dieses Jahr, das muss man ja auch mal mit dazu rechnen. Wir hatten ja allein auf dem Kanal jetzt letzten Monat schon den Struggleton, da wurde ja auch eine ganze Menge gespendet für den Weißen Ring. Ja. Was übrigens auch super war natürlich. Das ganze Aber Event war mega klasse, echt. Haben die richtig super gemacht, die Jungs. Genau. Na, aber die Leute, die vielleicht dort schon gespendet haben, die denken sich vielleicht, naja gut, dann beim ZFM spende ich jetzt mal nicht. Ich habe ja in Anführungsstrichen meinen Soll schon erfüllt, so ungefähr. Vor allen Dingen der Oktober ist ja noch, ne? Da kommt ja noch viel. Genau, genau. Deswegen, also man kann es sowieso nie hundertprozentig vergleichen, aber ich würde halt sagen, so 5000 Euro kann man, glaube ich, anpeilen, ohne da jetzt irgendjemanden unter Druck setzen zu wollen. Ja, wenn man jetzt den deutschen Bereich sieht, da haben wir noch die SpeedCon diesen Monat. Ach ja, die ist ja auch noch, die SpeedCon-Line. Genau, dann das Twitch. Charity Festival. Genau, Ende des Monats. Dann, ich glaube, jetzt bald ist auch irgendwann Friendly Fire. Es ist zwar jetzt kein Speedrun-Marathon, aber halt auch wieder ein Charity-Event, was ziemlich groß ist in Deutschland. Da gibt es natürlich auch viele, die ihr Geld extra dafür auf Seite tun. Mhm. Genau. Genau, das Wollen ist leider nicht das Problem, eher das Können. Richtig, gerade jetzt mit Corona geht es ja vielen Leuten finanziell nicht mehr ganz so gut. Ja, das stimmt. Und da ist halt logischerweise die Spendenbereitschaft auch nicht ganz so hoch. Die Leute brauchen das Geld, das eventuell noch für sich selbst. Ja, und trotzdem ist es Wahnsinn, was an Spenden reinkommt. Richtig. Und Tego schreibt gerade, 5.350 waren es am Ende. Ja, das könnte tatsächlich hinkommen. Sif hatte vorher mal was von 5.2 im VOD erzählt. Aber da kam ja kurz nach Ende des eigentlichen Events auch noch ein paar Spenden rein. Ja, also vielen Dank für die Info. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Genau, wir zwingen sowieso niemanden dazu zu spenden. Also wenn ihr einfach nur Speedruns genießen wollt, dann also zwanglos, dann macht das ruhig. Das ist kein Problem. Und wer halt den Bundesverband Kinderhospiz unterstützen möchte, der kann es natürlich auch machen. Genau. Ja, das beruht alles auf Freiwilligkeit. So, das ist ja immer noch die Sequenz, die wir einfach abwarten müssen, ne? Ja. Heißt, die Unfälle, die da eben passiert sind, die spielen jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Nee, wie gesagt, ich kann auch einfach stehen bleiben. Genau. Und so wie Tego das schreibt, also ist halt ein ähnliches Beispiel, man kann halt nicht jedem Obdachlosen helfen. Ne? Also wenn man so, ich sag mal ganz blöd, durch die Stadt geht, ne, dann hat man irgendwann selber nichts mehr und dann ist man vielleicht selber dann obdachlos in dem Fall. Ist natürlich nicht hundertprozentig mit der Arbeit des Bundesverband Kinderhospiz zu vergleichen, aber das Prinzip ist dasselbe. Oder ein ähnliches zumindest.
Das sowieso, Mibio. Das auch, ja. Das auf jeden Fall. Nee, und wir versuchen halt mit sowas hier, also mit dem Zeigen von Speedruns, mit dem Organisieren von solchen Events, versuchen wir halt auch die Aufmerksamkeit auf sowas zu lenken. Ja. Weil viele Organisationen, die schon keine Ahnung wie lange existieren, von denen hat man vielleicht noch gar nichts gehört. Sowas wie zum Beispiel der Weiße Ring bei Struggleton oder halt der Bundesverband Kinderhospiz, den wir unterstützen. Ich meine, dass man Politikern, also nicht nur Politiker, sondern es gibt ja generell viele Menschen, die sehr viel Geld haben. Da fangen wir mal lieber nicht an, das kann nämlich in einer bösen Diskussion enden. Aber grundsätzlich stimme ich dir da auch zu. Ja. Oh, Crash schreibt auch gerade. Wir sammeln auch für das Kinderhospiz St. Nikolaus von unserem Verein. Und die sind auch dankbar für jeden Euro eben. Will Yuki leiden sehen? Ja, wenn ihr Yuki leiden sehen wollt, das kann ich auch mal kurz erwähnen, dann könnt ihr unten links auf die Kanalpunkte drücken oder klicken und da habt ihr oben die Community-Herausforderung. Diese ist jetzt bei 75% und wenn wir da die insgesamt 2 Millionen Punkte erreichen, dann darf in Anführungsstrichen Yuki Devil May Cry 5 spielen. Hat sie noch nie gespielt, also nicht Run, ganz wichtig, sondern wirklich spielen. Und das will sie dann am Stück in einem Stream durchspielen. Es liegt laut ihrer Aussage noch verschweißt in ihrem Regal. Also da könnt ihr gerne auch ein paar Punkte reinhauen. Da freut sie sich. Muahaha. Oh, naja, wir sind ja schon bei über 1,5 Millionen von diesen 2 Millionen Challenge-Punkte. Ja, gut, das klingt komisch. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube auch, das schwierigste Spiel der DMC-Reihe, das weiß ich jetzt gar nicht. Also bei DMC bin ich so ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, für Exo wurden 5 Millionen aufgerufen. Da hatten wir aber auch 2 große Events in einem Monat. Stimmt, ESA und GDQ, ne? Richtig. Und davon machen wir das ja immer so ein bisschen abhängig. Ja, anders macht es ja auch keinen Sinn. Eben. Und bei Exo hätten wir wahrscheinlich tatsächlich das Ganze sogar auf 10 Millionen machen können und das wäre wahrscheinlich trotzdem erfüllt worden. So, ich würde sagen, jetzt kommt das beste Level des Spiels. Gefolgt von nachher dem wohl miesesten Scheiß des Spiels. Bis jetzt ist alles fest geskriptet und in diesem Level bleibt es auch so. Es geht halt um das nächste Level. Da fängt, ja, sobald RPGs anfangen, fängt auch die RNG an. Na genau. So, welches Spiel siehst du hier drinnen? Ja, Strider. Ah, okay. Wunderbar. Ich wusste nicht genau, ob du Strider kennst. Deswegen. Doch, klar, auf jeden Fall. Okay. Sehr schön. Aber nicht vom Mega Drive. Ich habe es damals auf der PC Engine gezockt. Oder war es Amiga? Doch, ne, ich meine PC Engine. Okay. Ich glaube, den Amiga gab es jetzt nicht. Ryder hat übrigens 2014 auch ein schönes Remake bekommen. Kann ich sehr empfehlen. Gibt's auch echt sehr immer noch nicht gespielt. Ich wollte es schon öfter machen. Oh. Also das kriegt man auf Key-Seiten zum Beispiel für 1 Euro. Und das ist es absolut wert. Ist halt so ein bisschen, also ich sag mal ein seichtes Metroidvania, wenn man so will. Es gab auch damals noch ein Game, was ähnlich war wie Strider. Also davon gab es viele Spiele. Aber so besonders wie Strider. Ich komme nur auf den Namen nicht. Das gab es auf dem Amiga, da war das der beste Ableger. Woanders war das überall nur gekürzt, geschnitten und viel schlechtere Sounds. Der Spieler hat von den Sounds gelebt. Das war irgendwas mit Wolf. Wolf Child nicht. Doch. Ja. Doch. Richtig. Okay. Das war auf dem Amiga eine ganz andere Version als wie auf den Konsolen. Ah, okay. Das ist überhaupt nicht tatsächlich nur die Master System-Version. Ja. Beni, wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein ganz anderes Spiel. Okay. Ja, ein Spiel fällt mir auch noch ein, das so ein bisschen so ist. Street Fighter 2010.
Aber das empfehle ich nicht unbedingt zu spielen. Das kenne ich gar nicht. Das ist nicht wirklich gut. Aber Wolfchild, das ist echt ein Game, das muss ich auch unbedingt nochmal zocken. Aber halt die Amiga-Version. Ich fand das damals so geil. Bin noch nie leider weit gekommen, da war ich noch zu klein. Okay. Na, überlegen, ActRaiser Remake zu besorgen, aber lieber auf. Achso, Retail meinst du wahrscheinlich, ne? Wir hatten uns, während ActRaiser hier gezeigt wurde, das war gleich am ersten Tag, glaube ich, ne? Am ersten oder am zweiten Tag, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Da hatten wir uns auch ein bisschen über das Remake unterhalten. Aber ich kann da selber noch kein Urteil zu geben. Also, es sieht interessant aus, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist auf meiner Wunschliste. Ich will es nur nicht unbedingt für 40 Euro kaufen. Also das ist mir ein bisschen zu viel dafür. Aber wenn es dann mal im Angebot ist, dann schaue ich mal. Am zweiten Tag, okay. Nee. Ganz entfernt könnte man hier auch noch sagen, das geht so ein bisschen in die Shinobi oder Ninja Gaiden Reihe. Ja, so ein schöner Mix aus Ninja Gaiden und Strider. Genau. Aber am ehesten, allein wegen der Waffe, würde ich am ehesten halt an Strider denken. Ja. Ganz eindeutig. Ja, und im Endeffekt rennen wir hier einfach nur von links nach rechts und wir schlagen. Musst du mashen oder kannst du gedrückt halten? Nee, ich muss mashen leider. Ah. Ja gut, und jetzt geht's halt von oben nach unten. Also jetzt ist es ein vertikaler Scroller. Ich muss mal kurz dabei erwähnen, weil das mittlerweile auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist, das habe ich gemerkt. Schon mal gar nicht für ein Indie-Game. Ja, so fremde Controller, ich sag mal wie ich habe ja über einen Adapter den originalen SNES-Controller angeschlossen. Das Spiel hat sofort erkannt, konnte ich direkt sofort benutzen. Ach, ActRaiser ist sogar auf YouTube schon. Ah, stimmt, hatte ich gesehen. Muss gerade überlegen, ich gucke ja immer bei den Videos, bei denen ich mitkommentiert habe, gucke ich ja immer rein, ob da irgendwelche Kommentare sind, damit ich die dann gegebenenfalls beantworten kann, wenn da Fragen auftauchen. Und da hatte ich ActRaiser nämlich auch gesehen. Und vom Aussehen her, zumindest in Höhlen, könnte man sogar noch ein ganz kleines bisschen in Richtung Altered Beast gehen hier. Stimmt. Aber vom Gameplay überhaupt nicht mehr. Nee, vom Gameplay nicht, aber vom Optischen gebe ich dir recht. Ah ja, die ganzen alten Klassiker. Ich glaube, solche Spiele, speziell dieses Spiel, wurde auch nur für die ganzen Retro-Nerds hergestellt. So wie ich einer bin. Jetzt wird es energietechnisch schon ein bisschen knapp, ne? Oder das links unten ist doch deine Energie, oder? Ja. Okay. Fuck. Und hier kann es übrigens sein. Oh ja, ich sehe es gerade. Game over. Ja, das Einzige, wo es eigentlich überhaupt nicht stört, zwischendurch zu sterben, ist im ersten Level. Hier ist dann schon eine leichte Katastrophe. Okay. Jetzt schon PB versaut quasi. Ja. Ja, die PB ist sowieso eigentlich das letzte Level. Ah, okay. Das ist ja, das, wegen was die RNG, Zeit, ne? Extrem, ja, in die Länge zieht. 51,46 war deine PB und 46,40 ist der Weltrekord, also ungefähr 5 Minuten dazwischen. Eine Ästchen mit 50. 50 Minuten? Ja. Nee, warte mal. Schedule stand, glaube ich, was von 55 Minuten, ne? Hab ich auch so eine Erinnerung. Ja, nee, 50. Da steht auch 50. Okay. 55 war der nächste Run von 50 Minuten. Ja gut, ich meine, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen über Estimate gehen. Es sei denn, du stellst hier wirklich eine neue PB auf, aber ist jetzt mittlerweile eher unwahrscheinlich, ne? Es kommt auf das letzte Level an, da kann ich so viel Zeit gut machen oder extrem viel Zeit verlieren. Das letzte Level wird auch mein Lieblingsgenre. Freue ich mich schon drauf.
Eine gezwungene PB-Verbesserung, ja. Ich meine, ich habe es auch schon so gemacht, dass ich, wenn ich knapp über 2 Stunden war, dass ich dann halt eine Estimate von 2 Stunden angegeben habe. Blöderweise bin ich overestimate gegangen. Aber ich war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz, also bei Lightning Returns war das, war ich mir eigentlich ganz sicher, dass ich problemlos auf unter 2 Stunden komme bis zu dem entsprechenden Event. Hat leider nicht ganz funktioniert. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen fliehen quasi. Im Endeffekt einfach nur am rechten oder möglichst dicht am rechten Bildschirmrand bleiben. Okay. Vesa hat mich gerade angeschrieben, du hattest auch 50 Minuten submitted. Ja, okay, dann war das tatsächlich mein Fehler. Also das ist kein Fehler von ihm. Er wollte nicht verteidigen. Nee, um Gottes Willen. Oh, wow. Kennst mich verpeilten noch. Ich hätte auch zuerst gar nicht gedacht, dass der Run überhaupt reinkommt. Muss ich dabei sein. Okay. Eine richtig Lucky Dragon. Also ist zumindest auch meine Erfahrung. Dann kann man doch rein. Überraschung. Nein! Oh nee. Ja, da, ich hab's gerade gesehen. Ich habe, wie gesagt, einen kleinen Delay auch, deswegen. Akutsu will ich lang machen. Der müsste das Windversteck beherrschen. Das ist irgendeine Anspielung auf, keine Ahnung, Dragon Ball oder so. Wahrscheinlich. Oder generell irgendein Anime. War doch auch ganz kurz vorm Ende eben, ne? Mhm. Hat nicht mal viel gefehlt. War die letzte Phase. Umso ärgerlicher. Ach, Naruto. Ah, okay. Ja, da bin ich leider auch so ein bisschen raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ist es einfach nicht meins. Ja. Die ganzen Animes und dergleichen. Wobei Castlevania habe ich mir gerne angeguckt, die Serie. Im zweiten Anlauf zumindest. Im ersten habe ich nach der ersten Folge gar nicht weitergeguckt, weil ich das ziemlich langweilig fand. Im zweiten Anlauf, habe ich dann diesen Punkt überwunden und dann fand ich es auch wirklich gut. Also ja, im Grunde müssen wir einfach immer nur quasi eine der 3 Bahnen wählen. Wir sehen halt immer, wohin der Gegner schlägt. Da müssen wir halt schnell reagieren. Also idealerweise immer in der Mitte bleiben und dann einfach nach oben und unten ausweichen. So geht's am schnellsten. Und am sichersten. Ihr habt gesehen, hat eben nicht mehr viel gefehlt. Naja, jetzt hast du es ja geschafft, auch wenn du ein bisschen Zeit verloren hast dabei. Und damit kommen wir jetzt nach einer Sequenz natürlich, die darf nicht fehlen, aber damit kommen wir jetzt zum letzten Genre. Ich lese das jetzt gerade, was da im Chat steht. Vesa, Entschuldigung. So, der sieht hier, ich würde das gerne mal kurz nutzen, diese kurze Ruhephase, um nochmal für Spenden zu werben. So, hast du schon? Ja, okay, gut. Skadedi hat es auch gemacht, stimmt, Skadedi ist ja auch da. Okay, dann lass mal Skadedi machen. wofür, was machen wir hier? Wir machen hier das Zocktoberfest. Und wir sammeln hier Spenden für den Bundesverband Kinderhospiz, die zahlreichen stationären und ambulanten Kinderhospiz-Einrichtungen deutschlandweit unter sich vereint. Und dann sage ich gleich mal, Abra, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Und ja, die kümmern sich halt, diese Kinderhospize kümmern sich um schwerstkranke Kinder, die unter Krankheiten leiden, die
schwer bis gar nicht heilbar sind. Ein Beispiel davon ist Krebs. Und die betreuen sie in ihren Einrichtungen und sie betreuen nebenbei auch, was manchmal vergessen wird, auch versuchen sie die Familien mit zu betreuen durch telefonische Betreuung oder auch durch teilweise Vor-Ort-Teams. Etwas, was manchmal bei Hospizen unter den Tisch fällt. Und ja, diese Spenden gehen direkt an den Verband. Wir zwacken uns da nichts ab. Also wir machen das hier komplett auf unsere Kappe. Und wenn ihr da spenden wollt, ist der Spendenlink drin. Und es gibt noch einige Incentives, die heute und die Tage noch laufen. Und das nächste Incentive wäre für Crash Bandicoot, der Bitwar für den spielbaren Charakter. Da kann man sich entscheiden zwischen Coco und Crash. Und da fehlt im Moment Coco mit 50 Euro zu 0 Euro bei Crash. Und am Freitag haben wir noch ein File-Name bzw. Link-Name-Incentive. Da gibt es so einen gewissen Streit zwischen Minidive und Zelda. Da führt Minidive im Moment mit 89,29 zu Zelda mit 45 Euro und einem Cent. So, und für den Samstag gibt es noch zwei Incentives. Das ist einmal der File-Name für Fire Emblem Three Houses. Da führt im Moment Ron. Und am frühen Nachmittag ist dann nochmal Legend of Zelda Ocarina of Time. Und da führt gerade der File-Name Harry. So, und ich übergebe wieder zurück, weil ihr seid jetzt wieder aktiv im Game. Genau. Und wir sind im RPG-Teil. Und zwar im 3D-RPG-Teil. Man könnte jetzt so im ersten Moment an Spiele wie ja, Ultima, Wizardry, Might and Magic denken. Ich denke dabei aber als allererstes mal an Phantasy Star. Also Phantasy Star 1 ganz speziell. Weil da gab es ja auch diese 3D-Dungeons. Stimmt. Damals auf technischer Ebene ein absolutes Meisterstück. Und ja, genau. You are Error. Richtig. Ja gut, nee, bei Zelda 2 sind wir jetzt nicht. Nee, das war I am Error. Ne? I'm Error. Komplett auf Ehrenbruder-Basis. So kann man es auch ausdrücken. Heißt der Charakter, den wir hier haben, Error tatsächlich? Das kann gut sein. Aha. Das Spiel hat nicht gerade unbedingt eine Story, wofür ich mich großartig interessiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, das ist generell bei den 80er-Jahres-Spielen nicht unbedingt. Richtig, so der man Fokus hat das Spiel gewesen. Ausgepackt. Gerade wir als nicht Englisch oder nicht Native Englisch sprechende zumindest, wir konnten damals ja eh noch kein Englisch, wir haben gesehen, das war irgendwas. Wir dachten einfach, das sind Wörter, die wir einfach noch nicht kennen. Und ja, da haben wir eh nichts verstanden. Glück gehabt. Aha. Wir müssen hier in dem Dungeon im Endeffekt drei Drachen besiegen. Und die Positionen sind, glaube ich, fest gewesen von den Drachen, ne? Ja. Aber ansonsten, was hier an Gegnern droppt und welche Gegner droppen und welche Attacken die machen, das ist vollkommen random. Vor allem bei dem Drachen habt ihr gesehen, da war eine Attacke, wenn er die zweimal hintereinander macht, ist Ende. Da machst du auch nichts mehr mit. Genau. Wir können halt auch Level aufsteigen. Wir sehen halt die Erfahrungspunkte, 290 von 320 jetzt aktuell. Na gut, jetzt 315 von 320. Wenn die einmal voll sind, dann steigen wir ein Level auf. Und ich glaube, die HP füllen sich dann auch komplett auf, ne? Ja. Genau. Und im Endeffekt müssen wir hier mehr oder weniger so ein bisschen leveln. Ja, damit genau, wir gegen die Drachen auch eine Chance haben. Welches Level strebst du nochmal an? Meistens bist du so Level 7, Level 8 beim letzten Drachen. Okay.
Ja, ich hab mich vertan. Stimmt, Drohnenwasser mit Beam. So, da treffen wir jetzt auf den zweiten Drachen. Sind ja. Die jetzt auf Level 5? Oh, jetzt hatte ich Glück. Normal wäre ich tot. Oh, okay, wow. Dann haben wir uns einmal geheilt, sicher ist sicher. Ja, du kannst dich auch nur einmal pro Kampf heilen. Ach so, das ja. Ist Problem. Mhm. So, und damit sind wir jetzt auch auf Level 6 aufgestiegen. Mal schauen, vielleicht kommen wir noch auf Level 7 bis zum nächsten Drachen. So, das ist das, was Vegeta vorhin meinte mit dem hohen RNG in dem Teil hier. Weil theoretisch könnte auf so ziemlich jedem Feld ein Kampf kommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich passieren kann, dass man auf zwei Feldern nacheinander einen Kampf hat? Ja. Ja? Okay. Ja, das war noch bevor man dann Step Counter eingeführt hat. Also bei späteren Rollenspielen, also vor allem die isometrischen Rollenspiele, also sowas wie halt die Final Fantasy Teile oder Dragon Quest damals, da wurde ja irgendwann so ein Step Counter eingeführt, das heißt, nach einem Kampf war für den nächsten Schritt die Chance, was ich sag mal einfach 0%, für den übernächsten vielleicht auch noch 0%. Und dann mit dem dritten Schritt ging es auf 10% hoch, mit dem vierten Schritt ging es dann vielleicht auf 20% hoch, mit dem nächsten dann auf 40, sag ich mal, dann 60, dann, keine Ahnung, 80 und 100. Also je mehr Schritte man genommen hat, desto höher war auch die Chance, dass man auf den Kampf trifft. Aber das hat halt auch verhindert, dass man zwei Kämpfe direkt nacheinander hat. Wir haben es sogar auf Level 8 geschafft noch. Vor diesem Kampf. Hammerhart. Oh. Das ging eigentlich verdammt gut, lief das. Ja, ja. Also der letzte Abschnitt der ohne einen Tod. Ich hätte mal besser das Level davor besser gemeistert. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann Time ist. Nee, das ist jetzt quasi der letzte Boss. Ach so, ja, stimmt, den haben wir auch noch. Ah, an den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Der Boss erinnert mich irgendwie mal an Shodan von System Shock. Obwohl das halt überhaupt nicht mehr in die 80er passt. System Shock ist ja... gut, Teil 1 kam ja 94 raus. Teil 2 dann aber in den 2000ern. Also genau 2000 war es, ne? Ja. Oder war es 99? Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Eins von beiden. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ach, damals Pokémon Rot und Blau. Pure Liebe. Ja, mit Pokémon habe ich selber ja nie wirklich was zu tun gehabt. Kam irgendwie für mich zumindest genau zur falschen Zeit raus. War zu alt, um das als Kind zu genießen. Und ich war zu jung, um das als junger Erwachsener zu genießen. Wir machen jetzt die ganze Zeit null Schaden bei dem. Ja. So, das war's. Aber Time ist noch nicht. Time ist erst, wenn 19.8x erscheint. Das dauert noch. Na okay. Also definitiv auch keine neue PB. Nee, auf keinen Fall. Die lag das wäre es aber gewesen, wenn wir eben, ich sag mal, das erste Level besser gemacht hätten und das vorherige Level. Genau. Mhm. Undertale ist grüßen, ja, stimmt. So, und bei mir zumindest, ich habe einen kleinen Delay, aber bei mir ist die PB genau jetzt vorbei. So, dann nutze ich das mal kurz, denn wir haben gerade eine Spende reinbekommen. Oh, schon wieder. Und zwar vom Milford Cubicle, 49 Euro. Vielen, vielen Dank dafür. Mit dem Kommentar, super Aktion von euch. Macht echt Spaß, den verschiedenen Speedrunnern zuzusehen.
Leider kein Incentive. Milford Cubicle, melde dich mal im Chat, wenn du da bist. Du kannst dir noch ein Incentive aussuchen, wo deine 49 Euro reingehen sollen. Ach Mann. Und ich habe es beim Abschicken noch gemerkt. Incentives. So, da fehlt das S nämlich noch. Da kannst du mal in die Liste reingucken. Vielleicht findest du ja was Schönes. Ansonsten ist natürlich keine Pflicht, aber wenn du der Meinung bist. Du... Okay. Moment, ich muss noch kurz warten, bis ich sehe. 52,50. Ja, kannst du doch zufrieden sein, denke ich mal. Ne? Dafür, dass das vierte Level so schlecht gelaufen ist. Ja, haben wir mindestens 2,5 Minuten verloren. Ja, eben. Das wäre wahrscheinlich unter 50 Minuten lang gewesen. Das ist sogar die erste. Danke, Shido. Genau. GG. Ich habe das Spiel auch nie ernsthaft gegrindet, aber ich finde es halt, ist halt ein schönes Showcase-Game, auf jeden Fall. Jo. Ich kann es echt eben nur empfehlen, das zumindest mal casual zu zocken. Genau. Auf jeden Fall. Und durch die verschiedenen Spielstile hat man halt sehr viel Abwechslung drin. Und durch die Cutscenes kann man halt auch mal ein bisschen locker haben im Chat so lange plaudern. Richtig. Die Zeit hast du auf jeden Fall. Genau. Finaro. Nein, Moment, Fianaro. Ich wusste genau, dass es falsch ausgesprochen war. Fianaro fragt gerade, ob es noch einen zweiten Teil gibt. Nee, die hatten anstatt einen zweiten Teil, hatten sie angekündigt, dass sie mehr Level, also sprich mehr Kategorien noch hinzufügen und das dann als so eine Art DLC machen. Wäre meines Erachtens auch okay gewesen, das Spiel war jetzt nicht allzu teuer. Aber wie gesagt, ich selbst warte da schon über ein Jahr drauf. Und das Problem bei Menschen, die Kaffee trinken und grinden dieses Game aufgrund, also im Stream wird sich euer Kaffeekonsum immens erhöhen. Okay. Ja, du weißt halt, in jeder Cutscene kannst du schnell einen machen, einen trinken und dann schnell nochmal einen neuen machen. Eben, deswegen. Und wenn zu viel wird, kannst du in den Cutscenes sogar noch schnell auf Klo rennen. Ja. Quasi Platz schaffen. Das ist das Kaffee. Allerbeste dran. Weil der Kaffee drückt ja irgendwann. Richtig. Eben, und die Xbox One-Version steht ja sogar noch aus. Für einen 10er gibt es das gerade bei Steam. Ja, also für einen 10er, denke ich mal, ist das vollkommen okay. Ja, sag ich ja. Das ist nicht allzu teuer. Das heißt, wenn sie jetzt nochmal für nochmal 3 Level oder 4 Level in verschiedenen Formen nochmal dann 8 Euro oder 5 Euro verlangen, fände ich, wäre das auch okay. Richtig. Unter der Voraussetzung, dass sie irgendwas hinzu updaten, dass man die Cutscenes skippen kann. Ich überlege nur gerade, was für ein Genre, so typisch 80er Genre zumindest, was er noch reinnehmen könnte. Jump'n'Runs eigentlich nur, ne? Ja. Oder Plattformer halt. Ich finde, das fehlt auf jeden Fall. Ja gut, dieses Jump'n'Run haben sie ja irgendwo ein bisschen damit in den Sliders-Part eingebaut. Ja gut, aber das war mehr mehr so Run and Gun. Ja. Außer dass man keine Gun, also keine Schusswaffe hatte, sondern ein Schwert, aber ansonsten war es halt mehr Run-Gun. Und stimmt, Wolfenstein ist auch 80er. Ja, das ursprüngliche Wolfenstein, ja. Aber das, also die 3D-Wolfensteins, die man ja eigentlich eher kennt, das sind halt, das ist definitiv 90er. Ja, doch. Aber. Also es war vor Doom 1, das weiß ich. Ja, aber es ist trotzdem 90er gewesen. Und Castle Wolfenstein und Castle Wolfenstein 2, die gab es halt schon in den 80ern, aber das war was ganz anderes. Bei Duke Nukem, da war ja 1 und 2 auch mehr so ein... Richtig. Da waren es Plattformer. Bei Wolfenstein oder Wolfenstein sind es halt so isometrische, ja, mehr oder weniger Schleichspiele gewesen. Also eigentlich sind Schleichspiele, aber von den Mechaniken jetzt nicht vergleichbar mit, keine Ahnung, mit Thief. Ich nenne jetzt einfach Thief. Mit Laserpistolen. Das beste PC-Spiel. Stimmt. Ja. Rail Shooter. Ja, ich melde mich mal kurz, weil der Milford hat gerade mal gefragt, was ein Incentive sein soll. Ach so. Willst du erklären oder soll ich schnell? Kannst du erklären. Okay. Also ein Incentive. Hi. Hi. So, ich versuche jetzt mal kurz zu erklären. Also ein Incentive. Ist im Grunde ein bestimmter Spendenbetrag, den wir für spezielle Sachen bei Runs haben wollen. Also, dass man zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad erhöhen kann, wenn, ich sag mal, zum Beispiel 50 Euro erreicht worden sind insgesamt.
Und es gibt auch eine besondere Art von Incentives, die nennt sich Bitwars. Da kann man zum Beispiel, was ich, den Namen eines Charakters, das ist in der Liste dann immer aufgelistet, was die Runner da anbieten, aber man kann zum Beispiel den Namen eines Charakters bestimmen und derjenige, also der Name, der dann am Ende das meiste Geld bekommen hat, der gewinnt dann halt. So kann man sich so ein bisschen da drin verewigen. Wir haben eine Liste, also die Incentives an sich sind, glaube ich, alle schon voll mittlerweile, ne? Ja, die Incentives sind alle voll. Genau. Aber es gibt noch ein paar Bitwars. Das heißt, wenn du jetzt, Moment, ich nehme einfach das nächste, was Crash Bandicoot. Genau, Crash Bandicoot. Kann man halt zwischen zwei Charakteren wählen, so. Und im Moment führt Coco mit 50 Euro. Crash hat im Moment 0 Euro. Wenn du jetzt, bei dir waren es 49 Euro, glaube ich, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst das alles in Crash reinstecken, in das Incentive, dann würde es halt 50 Euro zu 49 Euro stehen. Wenn dann noch jemand, sagen wir, 2 Euro bei Crash reinpackt, dann würde Crash plötzlich vorne sein. Oder bei Wind Waker haben wir zum Beispiel im Moment Mini-Dive als File-Name mit 89,29. Danach kommt Zelda als File-Name mit 45,01. Und da könntest du sogar sagen, ja, keine Ahnung, du willst jetzt File-Name, was nehme ich da als Beispiel? File-Name Milford zum Beispiel haben. Dann könntest du halt sagen, ja, ich sag File-Name Milford für 49 Euro. Also das, was du gespendet hast. Kannst natürlich auch ein bisschen aufteilen, dass ich Milford für 25 Euro und dann die letzten 24 kannst du dann zum Beispiel bei Crash reinpacken. Jo. Ja. Ja, ich bin hochgekommen, um zum einen das Shoutout für Vegeta mal zu machen. Mhm. Oh, denkst du mal dran? Nein. Ja. Danke. Entschuldigung. Danke. Möchtest du auch noch ein Shoutout für Beni? Ja, kannst du. Ja, Beni gehört zum Layout bei diesem Event, habe ich das Gefühl. Nee. Sei froh, dass keine Nachtschichten dabei sind, Leni. Ja, dann, also wäre Nachtschichten dabei, würde ich auch nicht so viel am Tag kommentieren, dann würde ich das ein bisschen anders aufteilen. Ja, dann hätten wir schon längst irgendwo einen Bericht in der Zeitung. Eine Palette Red Bull wurde irgendwo entwendet. Jo, und sonst, ich weiß ja nicht, möchtest du noch irgendwas sagen, Vegeta? Nee, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Ging doch besser als erwartet, muss ich dabei sagen. Ja. Dafür, dass zunächst, das war auch mein letzter Run. Achso, bei dem Event meinst du jetzt? Ja, bei dem Event. Ja. Ich dachte gerade. Ja, die Rust war nicht viel, das stimmt. Da hatte ich mir mehr Zeit für vorgenommen, aber hat nicht wirklich geklappt. Ja, das kenne ich. Also sind sowieso mal ein, zwei Passagen, die man da nochmal ein bisschen lernen sollte. Und dann. Meine Divas bestehen. Schwer ist das Spiel ja jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, meine Divas bestehen teilweise daraus, mir einfach mein eigenes Video nochmal kurz anzugucken und das war's. Nicht mal selber zu spielen. Habe ich alle schon gemacht als Divas. Ja gut, dann würde ich jetzt in die Pause gehen und dann sehen wir uns gleich wieder zu M&M's Shellshock von Deezer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.